Also gut, nicht runterfallen. Wie stellen wir es jetzt am geschicktesten an? Also erst muss alles da drin sterben. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Dafür haben wir die Grinder. Komm her. Wir gucken zu, wie nach und nach alles von den Grindern zerstört wird. Dann fliegen wir oben rauf, schlagen ein Loch oben in die Decke rein. Dafür brauchen wir unsere Axt. Da. Ja. Schlagen ein Loch oben in die Decke rein. Was jetzt echt super ist, weil es gerade Nacht wird. Ja, also das Sonnenlicht hilft uns dann nicht, aber es dürfte ja eh nichts spawnen, weil wir nah genug dran sind. Das ist schon okay. Also oben Loch rein, dann gucken wir einigermaßen mittig, dass wir den Spawner aufstellen können. Die Kabellage allerdings könnte ein Problem werden. Also entweder müssen wir die Kabel außen rumziehen, was wieder doof aussieht, weil der Turm so, ne, weiter ausgebaut wird. Also hier meinetwegen da hoch, darum, darum. Und dann hier in der Mitte runter. Das wäre halt ein bisschen komisch. Andere Alternative, wir ziehen es direkt aus der Mitte, durch die Mitte von diesem 3x3-Feld nach oben. Problem ist dann allerdings, dass die Monster sich darin verheddern könnten. Glaube ich zumindest. Aber gucken wir mal. Es ist nur noch ein Skelett und ein Creeper da. Wo ist die Mitte? Gefühlt hier. Voll daneben. Immer noch daneben. Ah, hier ist die Mitte. Okay, kriege ich das wieder zu? Du. So, also irgendwo. Naja, obwohl das geht platztechnisch, glaube ich. Wenn wir genau in der Mitte. Wir werden nicht gehackstückelt, ne? Ich glaube nicht. Au, oh, hey! Ja, stimmt, ein Skelett lebt noch. Ja, komm her. Ja, One-Hit-Brenn, Kopfabhack. Bist übertrieben, das Schwert. So, jetzt bitte nicht mich auffressen und zu irgendwelchem pinken Schleim verarbeiten. So. Problem. Das Ding braucht auch von mehreren Seiten Strom. Also es braucht einmal Strom, es braucht einen Zufluss von diesem grünen Pumpenzeug, was hier reinkommt. Das heißt, es braucht Strom, Pumpenzeug und das war's. Also zwei Seiten frei. Und der Spawner muss eh in der Luft hängen. Geht nicht. Okay. Zu. So. Spawner. Eigentlich noch höher, oder? Also planen wir jetzt hier. Kommt der Fluid Exporter ran. Und meinetwegen hier die Stromversorgung. So. Da. Also ich könnte ohne Probleme die Kabel runterziehen. Die sind auch nicht im Weg, weil die Grinder, die machen 3x3 Feld vor ihnen. Das müsste eigentlich vollkommen egal sein, wenn was im Weg ist. Ah, obwohl, bevor wir jetzt irgendwas aufbauen, wir können es einfach testen. Wir bauen dich wieder ab. Und dich. Dich ja auch. Machen die hier weg. So. Und setzen jetzt einfach direkt vor die Dinger jeweils ein so ein Kabel. Und jetzt gehen wir weg. Und wenn dann gleich wieder Viecher spawnen, sobald wir weit genug weg sind, und sie dann nach und nach wieder in die Mitte gehen und dann auf die Fließbänder und dann runtergeschubst werden. Und dann nicht sterben. Dann wissen wir, dass die Grinder blockiert werden können durch Kabellage. Und dann müssen wir wirklich alles von oben rum machen. In der Zwischenzeit können wir mal gucken, wie es hier aussieht mit der Legierung. Genau hier. Elektrum. Oh, hier ist Gold. Wozu wollte ich Gold? Bin mir ziemlich sicher, dass ich Elektrum wollte. Dich zerlegen wir mal da. Was sagt unser Vorrat an Gold? Ja, okay, wir haben nicht viel. Dann wollte ich vielleicht doch Gold. Du rein da, ihr. Raus, raus, raus da. Ja. Ah, das sind die ersten Gegner. Das heißt, wir können euch schon mal gleich rausholen und dann können wir wieder hochfliegen. Na komm.
Oh, Wappen, apropos Spawn. Hatten wir nicht irgendwann mal diesen komischen Boden gekriegt? Es gab so einen Bodenblock, auf dem Gegner schneller spawnen. Das wäre genau das Richtige für unseren Turm oben. Damit wir schneller an die Sapsche rankommen. Also die Monster-Sapsche. Oh, wie hieß das? Irgendwie Consecrated Graveyard Soil Dirt. Ich scroll einfach durch. Das ist Soul Sand. Das ist Mario Kraut. Hier kommen ganz viele Deko-Blöcke. Noch mehr Zeug. Das müsste so. Ardite, nein. Komische Pilze. Imphaut. Impleder. In der komischen Samen. So zugemüllt das Ding. Komische Puppen. Köpfe von Viechern. Maschinen. Ja, aber nee, dieses Consecrated komisch Zeug ist da nicht. Oh, was macht denn eine Spider-Trophy? Also allgemein, die Trophies sind teilweise ganz schick. Vor allem kann man damit auch Unsinn anstellen. Zum Beispiel andere Spieler umbringen. Und Monster. Mach mal einen. Hier. Aber das hatte ich euch ja schon gesagt mit der Explosion, ne? Und auch schon erzählt, glaube ich. Also das macht halt beim Spieler keinen Schaden, aber bei anderen Spielern und bei Monstern. Aber das Spinnding, das kenne ich noch gar nicht. Das platziere ich mir irgendwo hin, wo ich mich sicher fühle. Das macht nur Spinngeräusche. Ah, der langweilig. Ich hätte irgendwie gehofft, dass dann alles um einen herum mit Spinnweben eingesponnen wird oder so. Das hätte Stil. Aber ne, okay, du rein. Vielleicht irgendwo anders das Zeug versteckt? Nee, schade. Guck mal, ob ich das finde. Oh, Graveyard Soil hieß das, glaube ich. Grave. Genau da. Heals Undead. Sicher, dass das ist? Dann müsst ihr mir mal kurz helfen. Also ich glaube, dass das ist, worauf die Gegner schneller spawnen. Was auch in Sonnenlicht Feuer fängt. Wenn ja, wäre super, weil das können wir ganz einfach herstellen. Wenn nein, dann müsst ihr das Richtige finden. Also da bitte kurz schreiben, was das Richtige wäre. Und wir kümmern uns währenddessen hier um den Turm, wo ich hoch wollte. Aber dafür hätte ich gerne erstmal einen Fluid Exporter und einen Eimer voll Sapsche. Exporter. Da brauche ich einen davon. Dann brauche ich ein S. Haben wir nicht. Wir haben kein Assembly-Ding. Deswegen wollte ich wahrscheinlich das Gold haben, hm? Der mag nicht nach S suchen. Wie schreibt man Assembly? Sam. Blind tippen Sie meine Stärke. Assembly. Da. Okay. Herstellen, was fehlt? Redstone. Oh. Mist. Da haben wir letzte Folge was angestellt, ne? Unsere letzte oder vorletzte. Oh, es ist randvoll. Oh, es sah randvoll aus. Dafür haben wir jetzt ganz viel davon. Schön. Wir haben null Redstone. Es wird aber schon noch hier gerüttelt, oder? Ja, wird's. Okay, da müssen wir warten. Du bist angeschlossen, ja. Schade. Also ich würde eigentlich schon ganz gerne, dass sie den Turm jetzt zu Ende bauen. Aber ohne einen Fluid-Exporter wird das nichts. Es kann doch nicht sein, dass wir keinen Redstone. Ah, da. Nether Redstone Ore. Stimmt, das wäre die Notfalllösung. Dafür ist der Nether ja auch gedacht. Wenn wir mal irgendwas nicht haben, einfach kurz in den Nether springen. Da das dann abbauen. Wie ist aber hier mit dem Redstone? Hab dich. Haha, schneller geklickt als das Spiel. Sehr gut. Du. Na, flupp. Rein mit dir, du müsstest jetzt gleich gemacht werden. Aber ich habe jetzt keine Lust, nochmal zum Nether zu springen. Vor allem, wir brauchen nur zwei Redstone. Die haben wir jetzt, ne? Gleich in Chips umgewandelt. Also, Fluid. Exp. Ding, 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 da. Ich hätte gerne ein Precision-Dingsbummens. So. Ich hätte gerne das da. Danke.
Dann hätte ich gern ein. Ich höre einen Zombie, das ist nicht gut. Ein Bucket. Bucket. Zombie. Da oben irgendwo. Ah ja, übrigens zu dem Zwischenraum. Hier gab es noch den Hinweis mit den. Da bist du ja. Mit den Covern und dergleichen. Also man könnte damit versuchen, einen etwas besseren Zugang nach hier oben zu bringen. Aber ich denke, die Teleporter, also die da. Elevator heißen sie, genau. Die Elevator wären eine bessere Möglichkeit. Also wirklich die beste. Aber wir haben momentan so einen leichten Mangel an Enderperlen. Deswegen will ich die jetzt nicht sofort bauen. Aber ich denke, später ist es wirklich das Mittel der Wahl. Das heißt, wir sitzen dann hier. Wir springen dann einmal nach oben. Dann kommen wir in die. Ja, jetzt sieht man es nicht. Jetpack und die vertragen sie nicht. Also man springt einmal von hier aus nach oben, ist dann hier in der Zwischenebene. Dann springt man nochmal nach oben, dann ist man hier. Und dann passt das. Und theoretisch ja nochmal eine Ebene hier drunter. Das heißt, man hat dann insgesamt fünf Ebenen. Drei eigentliche Ebenen und zwei Zwischenebenen. Und ja, theoretisch könnte man auch unter der untersten und über der obersten auch noch eine Zwischenebene machen mit Zugang. Das müssen wir, glaube ich, sogar. Okay, also haben wir noch mehr. Und das pro Plattform einmal, ne? Und das hier ist mal eine Enderperle. Das könnten wir nicht mehr für eine Plattform hinbekommen bisher. Also da müssen wir echt dran arbeiten. Und was sagt unser Perlenbestand? Null. Null ist. Was? Oh ja, man sollte Perl auch richtig schreiben. Aber es ist trotzdem zu wenig. Nee. Okay. Genau. Ich bin die ganze Zeit am Labern und laufe in die vollkommen falsche Richtung. Ich wollte eigentlich ein Eimer voll Schleim holen. Da. So. Was brauchen wir noch? Stromkabel, das war's. Jetzt gucken wir da hoch. Stellen uns auf einen von unseren Dingens da und gucken, ob Zeug stirbt. Zeug stirbt. Also, Kabellage blockiert nicht. Zumindest die ME-Kabellage blockiert nicht die Grinder. Also, sehr gut. Das heißt, die hauen jetzt alles tot. Dann gucken wir das von oben an. Lässt ein Toastbrot. Ja. So. Und dann setzen wir von unten die Kabel hoch für den Exporter und für die Stromversorgung. Und dann dürfte es hier richtig gut abgehen mit Endermen, Spawns und Tod und Verderben und Perlen für uns. Das klingt echt gut. Ha. Warum ist der Creeper da oben gerade gestorben? Ich dachte, die hatten ein 3x3x3-Feld von sich weggehend. Also quasi, ne? Das Feld in der Mitte da und noch ein Block über dem Feld. So ein 3x3-Würfel halt. Aber die da sterben, obwohl sie noch nicht mal das 3x3-Feld berühren. Oder sieht nur so aus. Das könnte auch Leck sein, ne? Ja. Okay, runter. Kopf abhack, Flammen anzünden, Dingensbummens. Au. Hey. Ah, schon wieder an der gleichen Stelle, du. Kasse, pass auf, pass auf, komm her. Ja, du, komm her. Zwei Pfeile, sehr schön. Du weg, du weg, du weg. Ist hier drunter. Ja, hier drunter ist Strom. Hier hätten wir gerne einmal Strom. So bis hier. Dann hätten wir hier gerne den Spawner. So. Dann hätten wir hier gerne den Exporter. Du, da. Und dann ist hier unten hoffentlich ein ME-Kabelanschluss. Ja, da. Du, da. Komme ich hier ran? Nö. Okay. Problem, Problem. Schneller klicken, als ich falle. Und jetzt geht's nicht. Okay, mach ich's. Ja, mach's einfach so, ich mach's später ordentlich. So, so. Dinger schubst mich weg, obwohl ich fliege. Das ist sehr irritierend. So, du. Nein, du. Du hast Mob-Essenz drin, auch wenn es nicht besonders viel ist. Aber das füllt sich. Jetzt schmeißen wir dich da rein und laufen ganz schnell weg.
Das klingt wie Klingelstreicher, komm. Da. Block auf Gold. Zu. Aha, ich höre einen Enderman. Zwei. Ich höre sie sterben. Ja, ich höre sie meckern. Sterben. Jo, sehr gut. Das geht sogar richtig flott. Okay. Oh, zwischendurch immer wieder gucken. Genau. Immer wieder schön gucken, dass das Jetpack auch voll ist. Also runter hier und Jetpack tauschen. Und die sterben da im Akkord. Wie man sich über Massenmord freuen kann in diesem Spiel. So, du da lang.